Das ist schon mal kein guter Start für diese Stadt. Aquaknarre kann er auch noch. Okay, aber die macht mir nicht so viel Schaden, glaube ich. Oh. Okay, macht doch viel Schaden. Schade. Bin ich jetzt eben K.O. Beziehungsweise mein Xalas ist K.O. Nächstes Pokémon einsetzen. Und zwar Hasso. Der ist erst Level 10. Oh Mann, meinem Pokémon sind wirklich zu schlecht. Zumindest Hasso und Xalas eigentlich auch. Wie so ein verdammter Superschall. Hört doch auf damit. Das verdirbt mir das ganze Spiel, dieser doofe Superschall. Erstens dauert das immer viel länger, weil da dann noch die doofen Entchen kommen. Und zweitens kann man sich da immer selbst verletzen. Und dann auch noch Heuler. Mann. Ich will nie mehr gegen so einen Wingull kämpfen hier. Die machen ja nur doofe Attacken. Jetzt kommt er gleich wieder mit Aquaknarre und rockt mich hier weg. Den werde ich zeigen noch hier. Verdammtes Vieh. Aha. Endlich nicht mehr verwirrt hier. Aber macht dem nicht allzu viel Schaden. Aber er kann nur Heuler nur noch, der Noob. Komm, jetzt machen platt. Ich glaub dir, ja, nee, er macht mich platt. Shit. Wieder keine EP für Hasso, also Zickzacks. Kampf Kopfnuss. Das wär's dann einmal mit dem Geschnitte. Oh, dann wieso lässt er mich nicht zuerst angreifen, Mann? So, 163 EP, als nächstes wird Marsholo eingesetzt. Ja, wird er. Pudox ist dran, damit der hier ja Konfusion auf den Gegner draufhauen kann. Marsholo wird von Matrose eingesetzt. So. Und Konfusion wird von Pudox eingesetzt. Sehr effektiv. Schön, schön. Er macht Fußkick, das ist nicht effektiv. Und Konfusion. Ist mal wieder sehr effektiv. So, ich glaube, hier reicht es auch eine einfache Tackle-Attacke für den kleinen Rester. Jo. Das war's mit diesem Vieh. Und mein Pudox ist auf Level 13. Sehr gut. Windstoß. Das ist natürlich eine super Attacke. Selbstverständlich. Und zwar Giftstachel. Die brauche ich nämlich nicht mehr, die Attacke. Pudox lernt Windstoß. Super. Hey. Gut. Und, also da kann ich jetzt hoch. Sind das hier alles Trainer oder was? Tipps für Trainer. Pokémon mit gleichem Level haben nicht unbedingt identische Statuswerte. Bla bla. Oh. Oh Mann, wie tückisch. Wahrscheinlich steht unter der anderen auch noch eine. Ja, natürlich. Selbstverständlich steht da auch noch eine. Dann muss ich hier schon wieder gegen so doofe Zwillinge kämpfen. Ah ne, sind gar keine. Sind Planscher sind's. Azurill und Tentacha. Schade, dass ich kein Blitz-Pokémon habe. Aber was soll man machen? Ich gehe zuerst mal auf Azurill. Und dann auf Tentacha. Tentacha erst. Oh Mann, ey, wieso kann jedes Schwein Superschall? Ah, oh, das regt wirklich auf, ey. So, meine Kopfnuss setzt trotzdem. Sie macht Blubber, beziehungsweise S. Und macht gar keinen Schaden irgendwie. Also wirklich gar keinen. Das war ja nur eins. Ein KP haben meine Pokémon gerade abgezogen bekommen. Umklammerung ist auch nicht die stärkste Attacke, aber die zählt immer mehrmals, also es kommt irgendwie wieder oder so, keine Ahnung.
Mein Pokémon vernetzt sich natürlich selber. das Pokémon macht Platscher. Sehr schön. Und Konfusion gegen Tentacha. Quatsch, Kopfnuss gegen Tentacha. Was? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Achso, ich habe Kopfnuss gegen Azure gemacht. Okay. Und jetzt hoffentlich trifft's. Okay, dann ist Azuril noch nicht K.O. Kann man nichts dran ändern. Viel Schaden macht Azuril ja sowieso nicht. Also schlimm ist es auch nicht. Kopfnuss noch einmal gegen Azuril und Konfusion wieder gegen Tentacha. Das ist sogar noch sehr effektiv. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und die wollen hier mal ein Zickzacksblatt machen. So, das Azuril ist K.O. Oh, viel EP gab's aber nicht. So, ah, sie hat noch ein Azuril. Die Kopfnuss geht wieder auf Azuril und die Konfusion auf Tentacha. Ja, das habe ich nämlich mir gedacht, dass eine Konfusion für Tentacha reicht. Oh, Zickzacks auf Level 13. Sehr gut. Sandwirbel brauche ich nicht, nee. Nein, Sandwirbel nicht erlernen, ja. Ja, und der Planscher Carlo hat noch einen Tentacha. Wow. Die Kopfnuss hat zugesetzt. Aber dafür sinkt der Angriff jetzt stark, aber das hier sollte dann auch reichen. Die Kopfnuss und Dings. Konfusion. Ja, Azuril ist K.O. Es fehlt nur noch das Tentacha. Jetzt kann ich eigentlich die ganze Zeit dasselbe machen. Kopfnuss und Konfusion auf Tentacha. Oh, ein Volltreffer. Wow, und noch ein Volltreffer. Sehr gut. Komme ich noch ein paar EP. Und damit habe ich diese beiden Planscher hier besiegt. Aha. Und der eine wollte hier meinen Pokénav eintragen. So. Trank gefunden, sehr gut. Ja, das war's jetzt vorerst mal wieder mit Let's Play Pokémon Smart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.